Trennt euch bitte. Ich beginne heute mal mit einem unheimlichen Lachen, den Podcast. Wir sind beide wieder da, ich habe dich noch nicht umgebracht. Noch nicht, ist die Betonung. Sag doch auch mal was. Willkommen, willkommen, ja. Sonnenschein. Ach, schön. Den lassen wir heute in die Bude rein. Ja, richtig. Aber ich muss leider mal mit... Ich bin eine Spaßbremse heute. Ach. So wurden früher irgendwelche nervigen Unterrichtsstunden eingeleitet oder irgendwelche Blog-Seminare an der Uni. Zitat: Wir strengen uns jetzt etwas an, dann können wir heute früher Schluss machen oder haben noch ein bisschen Zeit, uns über andere Dinge zu unterhalten. So wurde das damals eingeleitet. Was ist es bei uns heute? Was erwartet uns heute? Na? Ich gebe die Antwort selbst. Rhetorisch, verstehst du? Rhetorische Frage. Ja. Na, habt ihr euch schon getrennt von der Heimatstadt, aus der ihr kommt? Was ist denn heute unser Thema? Unser Thema ist Heraldik. Das haben wir schon angekündigt letzte Woche. Ja. Letzte Woche hatten wir ja gar kein Thema, was irgendwie auch erfrischend war. Auf eine gewisse Art und Weise, ja. Aber heute sind wir wieder vorbereitet, als gäbe es keinen Morgen. Aber sowas von... Aber es gibt einen Morgen, das wissen wir beide. Was für ein Wappen hatte eigentlich deine Heimatstadt, wo du geboren bist? Meinst du jetzt die Stadt, der Stadtteil, der Stadtbezirk, der alles war? Oh, schau mal. Familienwappen gibt es ja auch. Großstadtmensch. Ja, Familienwappen vielleicht. Gibt es auch sogar einen Siegelring, habe ich tatsächlich. Das geht jetzt so nicht so richtig ins Wappen rein. Eine Petschaft. Genau, eine Petschaft. Eine Petschaft? Ja. Sicher? Ja. Puh. Ja, mit einem Singvogel. Ein Singvogel auf einem Ast sitzend. Loriot. Quasi. Ja. Ja. Vielleicht eine alte Witzefamilie. Der Pirol war das Wappentier von Vico von Bülow, bekannt als ja. Loriot. Naja, ich will mich selber jetzt gar nicht so ausbremsen. Ich will rein. Ich will heute auch ein bisschen was durchspringen. So. Ja, Wappen, was muss man wissen? Was ist gängig? Das Basiswissen, die... Nee, ich will heute mal an, wenn man es um Wappen geht. Ich will heute überhaupt nicht Basiswissen vermitteln. Überhaupt nicht. Ich will heute einfach LSD-Wappen vorstellen. Das ist eine Erfindung von mir, aber die gibt es da draußen. Die müsst ihr nur finden. Ja, aber so häufig sind ja Wappen auch gar nicht mehr im Stadtbild zu finden. Im Stadtbild sicherlich nicht, aber... Nur diese gelben Schilder. Jede Stadt hat eigentlich so ein gelbes Wappen, wo der Stadtname drinsteht. Richtig, manchmal noch aber mit so Zusätzen. Lutherstadt Wittenberg. Ja. Oder so ein braunes Schild nochmal davor. Ja, oder Universitätsstadt. Da posen sie immer rum. Messestadt. Messestadt. Mhm. Ja, tut jetzt nichts zur Sache. Ich wollte heute wirklich, ich bin bei meinen Streifzügen durch das Internet, ja, bin ich angehalten worden von der Polizei, von der Witzepolizei, möchte ich sagen. Und ich stieß auf die Stadt Kiel. Ja. Und die hat als Wappen, ich mach das mal heraldisch richtig, in Silber einen schwarzen Anker, beseitet von zwei Rosen. Das bedeutet, da ist ein Anker, darüber sind zwei Rosen. Sind wir Fans, bekanntermaßen. Vor weißem Hintergrund. Mhm. Und das sieht aus wie ein grinsendes Gesicht, voll auf LSD. Wirklich, ja. Ich habe mir das auch mal angeschaut, tatsächlich. Ja. Das ist sehr abgefahren. Da ballert es einem die Rübe weg, möchte ich sagen. Da möchte man eigentlich nicht wohnen. Da möchte man nicht wohnen, wenn man sich die ganze Zeit dran erinnert. Es ist eh deutsch-französische Grenze, diese ganzen Atommeiler stehen da in der Nähe am Rhein. Alles nicht so schön. Ist auch immer so kalt. Die bilden sich was ein auf diese dünnen Pizzen. Also, in meiner Welt ist es nicht. Schwierig. Ja. Und Kiel ist, glaube ich, tatsächlich nur ein Vorwerk von Straßburg, historisch. Einfach nur in die Befestigung mit einbezogen. Und heute darf sich Stadt schimpfen. Das Wappen, das drückt es aus, ehrlich gesagt. Du kannst ohne LSD in Kiel nicht weit kommen. Ja, ohne illegale Wanderdrogen funktioniert es nicht. Naja. Wo man auch, glaube ich, nicht leben will, wenn es um Wappenkunde geht, Gott. Ist in Bad Schallerbach. Bad Schallerbach. Im Hausruckviertel. Ach, in Österreich. In Oberösterreich. Ach, schön. Ich schaue mir jetzt mal die Wappenbeschreibung an. Und zwar ist es ja Bad Schallerbach, also Kurort, Therme. Therme gibt es da. Zur Wappenbeschreibung. In Rot... Auf grün gewelltem Wasser ein silbernes Brunnenhaus, bestehend aus drei Stufen und einem Brunnengrand. Vier Säulen tragen einen Balken, der von zwei Bogen umwölbt, einem kugelförmigen Knauf bekrönt wird. Aus einem schwarzen, kreisrunden Loch, jetzt wird es spannend,
des dem Brunnenrand vorgebauten Abflusses ergießt sich eine grüne Quelle. Wieso ist das Wasser da immer grün? Genau. Also erstmal und zweitens, LSD dürftest du da nicht nehmen oder Drogen, weil das kann sehr gefährlich. Also es ist nie, sonst auch nie nehmen. Wenn man sich das vorstellen will, es ist ein wie so ein weißer Vogelkäfig quasi und aus dem kommt aus einem Abflussrohr grünes Wasser, das sich über die ganze Stadt ergießt. Das ist herrlich. Und da denkt man sich auch, das ist ja gut angespielt auf die Schwefeltherme dort. Jo. Aber zur Kur nee. Lieber nicht. Richtig. Meiden, Bad Schallerbach. Ja, das Stadtmarketing wird versuchen zu meiden, das Wappen öfter abzudrucken auf den ganzen Infobroschüren. Die werden einfach nur mit irgendeinem schönen Stadtlogo. Das neue Wappen ist ja ein Logo. Da macht das Stadtmarketing irgendwas Verrücktes. Ja, und mit einem netten Spruch. Mit einem netten Spruch, zum Beispiel Mannheim hoch 2. Einfach weil es eine Quadratstadt ist. Hammer, ich habe mich weggeschrien. Solche Sachen. Ja, oder weiß gar nicht, was es da noch sonst noch so gibt. Was ich immer noch gut fand, war Würzburg, das Weinfass an der Autobahn. Aber 70er Jahre sind lange vorbei. Fand ich gut, aber naja. Ich dachte mir bei meinem Kielwappen, als erstes dachte ich mir, krass, jetzt ein Rave. Und als zweites dachte ich mir, warum ein Anker? Also, es ist ja relativ weit entfernt von jeglichem Meer. Aber nein, die haben einen Rheinhafen. Ja, das ist ein Hinweis auf die Lage. Und die Rosen, und jetzt kommt's, sind völlig unbekannt, warum die im Wappen auftauchen. Wirklich. Gut, dass sie da sind. Ja, aber ist doch wichtig. Ist einfach nur Deko. Das müsste ja wichtig gewesen sein. So viele Sachen sind ja nicht drin. Das ist richtig. Aber wie du es vorhin gesagt hast, die ganzen Stadtteile ja von Kiel. Man sagt, glaube ich, in Baden-Württemberg Ortschaft für die Stadtteile. Zu den Stadtteilen, jedenfalls vielleicht auch in Kiel, sagt man das. Die haben die langweiligsten Wappen. Also da ist dann einfach mal so ein Männchen einfach nur. Zum Runterkommen. Ja, oder mal so ein Kreuz. Oder, also wirklich sehr, sehr zurückgenommene Wappen. Sehr entspannt. Ja, aber nur weil es irgendwie so Männchen, also Heiligenfiguren wahrscheinlich dann irgendwie sind. Nö. Die haben überhaupt nur so Strichmännchen. Ja, die haben überhaupt keine Insignien, die sie irgendwie ausweisen. Nee, das sind einfach nur, ach ja, oder mal ein Kreis. Ja, Kreis. Ja. Ja, warum nicht? Oder ein Dreieck. Das haben die so als Wappen. Einfach. Das haben die so als Wappen. Oder mal eine Keule. Ich glaube, eine Keule ist auch dabei. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon. Ja, wir wollten heute über Wappen reden und wir haben wie immer oder wie oft ein Doppelthema. Wappen und Schlappen war doch unser Sprichwort. Tatsächlich. Heute. Zum Übergang von den Wappen zu den Schlappen ist für mich das Wappen von Festenbergskreuth. Festenbergskreuth ist Name. Eine Marktgemeinde bei Erlangen. Marktgemeinde wiederum gibt es, glaube ich, nur in Bayern, dass die sich noch Markt nennen dürfen, weil die historisch mal einen Markt ausrichten dürfen. Darf ja heute jeder. Märkte gibt es ja überall. Darf ja heute Predi und Pledi, darf das ja. Das gibt es ja sogar im Internet mittlerweile. Die haben nie Marktrecht erhalten. Man müsste wirklich mal da in Amazonien anrufen. Aber sowas von. Mal Druck machen. Ja. Darf ich noch kurz eine Geschichte über einen großen Einzelhandelsunternehmen im Internet, den großen Versandhaus im Internet. Mhm. Ich wurde heute aus dem Schlaf geklingelt und ich bin jetzt der Weihnachtsmann. Ich habe in meinem Haus für die gesamte Nachbarschaft die Pakete angenommen. Es ist Wahnsinn, was sich an Weihnachten alles geschenkt und gekauft wird. Es ist für jeden was dabei. Riesenteile, kleine Teile, auch so in der Form einer Gummipuppe eins. Ich weiß nicht, was drin ist. Wahnsinn. Also wirklich, habe ich mir heute auch schon lange an den Kopf gefasst, als es passiert ist. Ich bestelle ja im Internet eher selten. Wirklich. Aber naja, gut. Zurück zu deinem Festenbergskreuth. Genau, und zwar ist dort auf dem Wappen ein Schuh. Dieser Schuh ist aber jetzt nicht, dass man sagt, aha, das ist wie, ich meine, Schuhe als Symbol, was weiß ich, gibt es ja Bundschuhbewegungen, alles Mögliche. Holzschuh. Ja, von Rudy. Und dort ist aber ein Schuh mit so zwei Absätzen und da ist einfach so vorne so wirklich so ein, wie reingebissen. Also auch mit so Ecken. Schön. Und so ein Loch und das ist eben. Ah, ich weiß es. Das ist, wo liegt das, Festenbergskreuth? Mittelfranken. Ach so, vielleicht war das das Gebiet vom Hanubrand, vom Heilschlechter. Ja, das Stammwappen. Da hat er reingebissen in das Wappen. Das ist das Stammwappen, der Holzschuhe. Die Holzschuhe, muss es auch geben. Ja, insgesamt, früher war viel mehr aus Holz. Auch die Schuhe. Alles war aus Wasser, war aus Holz auch. Ja, teilweise. Schwimmen war unfassbar anstrengend. Grünes Wasser. Ja, Schlappen. Über Schlappen wollten wir zumindest Teil des Podcasts. Jetzt musst du mal wieder persönlich werden. Wirklich. Wir beleuchten das jetzt hier ein bisschen anders, wir machen es ein bisschen gemütlicher. Du musst mal erzählen, weil ich das immer wieder faszinierend finde, dass du Probleme mit Schuhen hast. Die Geschichte musst du mal erzählen. Wirklich, weil du so große Füße hast. Ja. Ja, es ist nicht einfach. Welche Schuhgröße hast du denn? 50.
Ich meine, ich ja, habe locker knackige 46, 47 und knapse schon manchmal rum. Aber bei 50 hört der Spaß irgendwann auf. Ja. Und weil ich jemand bin, der nicht im Internet bestellt, wird es dann nochmal schwieriger. Aber die Läden finde ich großartig. Ich habe einen Laden, wo ich Schuhe kaufe. Und das ist ein ganz kleiner Laden. Da musst du auch immer hinfahren. Da musst du auch eine Odyssee ist es. Ja, aber es ist dann schön, wenn man dann da ist, ein ganz kleiner Laden, weil der ist für sehr große Übergrößen an Schuhen und sehr kleine Untergrößen. Das heißt, was sich da trifft, ist wirklich der Aussatz der Gesellschaft quasi. Wie so eine Freakshow. Die eine hat so Füße, die gehen nach hinten. Ja, genau. Die fällt immer um. Die ist vollkommen unmöglich, stehen zu bleiben. Nee, einfach nur so Stumpen, wie so ein Reh. Wie so ein Reh ohne irgendwie auslaufen unten. Ja, oder so Elefantenfüße. Orthopädische Schuhe. Oh Gott, was sind denn da die kleinsten Untergrößen, die da so zu kaufen sind? Oh, dafür habe ich mich nicht so beschäftigt, aber das sind schon kleine Leute. Du lässt die Untergrößenecke lässt du aus, du rennst direkt in die Übergrößenecke. Richtig. Ja, weil die Untergrößenecke, da ist auch bei der Tür, ist auch der Türpfosten so also ausgeschnitten, ja. Dass eben nur die Kleinen reinkommen. Okay, ja, die sind auch körperlich dann wesentlich kleiner, ja? Ja, sonst fallen sie ja immer um. Ja, ich sag ja, es gibt dann ja Probleme, die will man sich gar nicht ausmalen. Wenn jetzt so ein 2-Meter-Mensch, ja, Schuhgröße 12 hat, oder? Ja, es wird einfach kompliziert. Es wird kompliziert. Es ist kompliziert. Das Leben, ne? Das Leben ist kompliziert. Das versuchen wir ja in diesem Podcast auch immer mal wieder durchschimmern zu lassen. Ja, aber heutzutage, dadurch, dass es eben auch Läden gibt oder Leute, die so Schuhe machen, ist es natürlich dann einfacher als in Zeiten, wo das einfach so nicht gemacht wurde quasi. Jeder baut sich halt dann seinen Schuh selber, wenn er zu groß ist. Oh Gott, ja, da hast du ja Glück. Lässt es anfertigen. Das Glück des Spätgeborenen. Oh Gott, wir werden ja heute richtig tiefenphilosophisch noch am Ende. Nee, was es durchgängig gibt irgendwie seit der Geschichte des Schuhs, ist... Schuhgröße 42. Gibt es durchgängig. Das ist so... Ist der Schnürschuh. Der Schnürschuh, Heidewitzka. Und im Domina-Gewerbe gibt es auch oft. Da müssen dann die Delinquenten bei der Domina, müssen die Schuhe mit den Zähnen ausziehen. Das habe ich ja noch nie gehört. Und hier zu Kreuz beißen. Also wir in Festenbergskreuz. Richtig, in die Wade beißen der Domina. Oh Gott, das macht ihr bitte nicht. Was? Egal. Hallo? Die haben so, die Schuhe sind wahnsinnig verschnürt und der muss sie dann aufbeißen. Stell mir das so vor. Ich war in meinem Leben noch nie in einem Domina-Studio. Ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt. Ja, aber sind die nicht zum Bumsen da? Also, nein, Domina ist überhaupt nicht. Ja, drumherum, das Ambiente ist es. Schön, hier mal eine Rose. Schuhe durchbeißen. Die müssen diese Schnürschuhe, die bis hoch zum Oberschenkel geschnürt sind, müssen die aufmachen. Und dabei so zu kriechen, weißt du. Wenn man die zu eng schnürt, erleidet man dann ja sehr schnell das sogenannte Kamerad-Schnürschuh-Symptom. Wie heißt es? Kamerad-Schnürschuh? Muss man auch immer so grüßen, so ja. Militärisch. Ja. Das heißt Kamerad-Schnürschuh-Syndrom. Ja. Ja, das ist... aus dem Militär? Ja, das ist die Bezeichnung der Preußen zu den Österreich-Ungarn. Die ihre Stiefel eben noch geschnürt hatten und keine Schlupfschuhe hatten. Sondern das hat der Krieger entschieden. Sie mussten viel früher aufstehen, waren einfach müde, weil sie die ganze Zeit noch schnüren mussten. Das ist richtig. Nein, man sagt ja, so die Einigungskriege, da hat sich Preußen so durchgesetzt, weil bessere Gewehre und die Eisenbahn wurde das erste Mal eingesetzt. Niemand ist drauf gekommen, es waren die Schuhe, ja. Die Schnürschuhe. Ja, der sogenannte Nervus Zuralis, der Wadennerv, wird eingeklemmt. Eieiei. Und dadurch kommt es dann eben zu Sensibilitätsstörungen im Fuß und man denkt ständig, man rasselt irgendwo ran und der Fuß macht von selber, was er will. Ja, aber gut, das könnte im Krieg ein Vorteil sein, wenn plötzlich trittst du und keiner weiß, was herkommt. Ja, du läufst weg. Das ist auch nicht ja, die Österreicher sind da reingerannt. Und rausgerannt. Und wieder weggerannt. Ich stelle es mir gerade wieder mal bildlich vor. Liebes Podcast-Publikum, ja? Wenn ihr euch nichts bildlich vorstellen könnt, seid ihr falsch. Wir malen bunte Bilder durch unsere Sprache. Und ich stelle es mir gerade wahnsinnig witzig vor. 1866, die Ösis rennen. Keiner kann seine Glieder kontrollieren. Wahnsinn. Ja, toll. Also interessant auf jeden Fall. Wir lernen hier auch viel. Wie viele Paar Schuhe hast du denn so ungefähr? Ich sag mal, ich werde mit Schuhen zugeschissen werde ich. Ich wollte es jetzt doch sagen. Ich lasse mich doch hier nicht zensieren. Immer so um meinen Geburtstag herum. Kein Mensch weiß, wann ich Geburtstag habe, aber das bedeutet, in dieser Jahreszeit, du weißt es natürlich, habe ich dann immer mal ein bisschen mehr Schuhe und dann wird aber groß aussortiert. Das heißt, ich habe immer so ungefähr 3 Paar.
Aber hauptsächlich Schnürschuhe, oder? Ja. Weil das Interessante ist ja zum Beispiel der Klettverschluss. Den ach, das sind ja auch schon Schnürschuhe. Ich stelle mir Schnürschuhe so aus, ganz aus so Säulen. aus so Seilen stelle ich mir das so vor. Ach, das sind auch schon Schnürschuhe. Dann haben wir gar nichts mehr. Naja, die geknotet werden müssen. Ja, das ist ja langweilig. Ja, das ist wirklich der Standard. Plötzlich macht alles Sinn, was du gesagt hast. Ja, also Klettverschluss hat sich irgendwie außerhalb der Sandale nicht durchgesetzt. Außer für kleine aber die und Sandale wird, Leute. Ja, aber die Sandale wird auch nicht geklettet. Also in der Regel, die wird doch so durchgeschlauft. Die Sandale an sich wird doch nicht geklettet per se, sondern in der Regel wird die so geschlauft, wo du dann in so Löcher, wie so ein Gürtel, musst du das so reinmachen. In so ein Loch. Aha. Findest du nicht? So eine Schlaufe. Wie so ein Spangenschuh. Was ein Spangenschuh ist, du redest hier ja, in zum Beispiel ein Haus, so ein Hausschuh, so ein Birkenstock. Ja, genau. Der hat ja so eine Spange aus. Ja, und so ist es da auch, nur mit so einer Schlaufe, wo du das dann auf deine Schuhgröße einstellen kannst. Die Sandale hat auch einen Klettverschluss. Welche Sandale hat denn einen Klettverschluss? Leute, ihr schaut bei euch zu Hause mal nach, wenn ihr Sandalen habt. Und dann schaut ihr mal, wie ihr da reinkommt. Mal mit offenen Augen die Sachen also, ich wünsch macht mir, das ein lautes Geräusch? Oder nicht? Ich wünsche mir, ja, dass wir keinen einzigen Sandalenträger unseren Hörer nennen dürfen. Warum denn? Ich hasse Sandalenträger. Ich trage selber gern welche, aber ich hasse alle anderen, die sie tragen. Wirklich. Ihre Zehen nicht zeigen sollen. Oder? Das ist richtig. Das ist bei mir ein religiöses Verbot. Aber ich wollte noch was zur Schlaufe sagen. Mir fällt gerade ein, ich habe, ohne es zu wissen, eine perfekte Überleitung für noch ein neues Wappen gemacht. Wie geil ist das denn? Ja, ich habe was hier. Ja, bitte. Für LSD-Wappen. Was könnte da besser geeignet sein als das Land, wo Kohle und Stahl flossen? Das Land von dat Armin. Dat Ruhrgebiet. Wo kommst du weg, ist die Frage. Wo kommst du weg? Haltern am See, ist die Antwort. Haltern am See. Wahnsinnig krasses LSD-Wappen. Wirklich. Wenn du sagst, Kehl ist ein Kracher, ja, und kommst immer noch nicht ganz drauf klar, darfst du nicht nach Haltern gehen. Das ist so um Dortmund rum. In Blau ein stilisiertes silbernes Halfter mit goldener Schnalle. Und es wirklich, es sieht aus wie eine Schlange, die wilde Verrenkungen vollführt. Und am Schluss läuft sie in einem goldenen Etwas aus. Es ist der Hammer. Ein wildes Durcheinander in weißen Strängen. Wirklich. Du schaust dir dieses Wappen 10 Minuten an und hast wirklich Visionen von einer besseren Zukunft. Vielleicht haben die Halter sich das so vorgestellt. Also, was ist jetzt schief, denkt man sich. Wirklich. Ja, nee, ist klar. Sagt man auch. Bis 1486 bereits nachgewiesen, dieses Wappen. Oh. Altes Wappen. Die hatten keine LSD. Wollten aber trotzdem gut drauf sein. Haben sie einfach das Wappen gemacht. Das Wappen gemacht, ja. Ursprünglich war nebendran noch Papst Sixtus II. Gestanden. Aber der musste weg. Der musste weg. Das hat die Harmonie gestört. Einfach Papst Sixtus, ja. Und als ich mich über das Wappen informiert habe, ja, kommt wirklich der Krachersatz in der Beschreibung des Wappens. Wirklich. Auf dieser großen Online-Enzyklopädie. Und er ist folgendes. Es besteht kein Sinnzusammenhang zwischen dem Halfter und dem Ortsnamen. Die hatten einfach Bock auf den Halfter. Das steht da nicht, aber das steht im Subtext natürlich. Man muss ja zwischen den Zeilen lesen. Die hatten einfach Bock auf den Halfter. Das heißt ja auch nicht Halfter am See, ne? Das heißt ja Haltern am See. Ja, schön. Ja, wirklich. Also, ich habe mich wirklich weggeschrien. Ich saß da und ja, legst die nieder, habe ich mir gedacht. Die sind was Besonderes. Die sind wirklich was Besonderes. So, zu was deinen Schuhen zurück. Was ich besonders fand. Und ich hätte auch noch ein Wappen. Ach schön. Hätte ich jetzt mal hinterhergeworfen. Mach doch. Düsseldorf. Düsseldorf. Wir bleiben in der Region. Langlatum ist ein Stadtteil von Meerbusch bei Düsseldorf. Ja, bei Düsseldorf. Ja. Das ist ja fast schon das Niederlande. So. Und zwar hat der ihr Wappen in der Mitte den heiligen Stephanus mit Stein. Das ist ja jetzt klassisch, kann man jetzt nichts gegen sagen. Aber um den heiligen Stephanus drumherum gebaut sind drei Erdbeeren. Und drei Spargelbände. Das ist schön. Das habe ich selten gesehen. Also Spargel und Erdbeeren. Das ist richtig. Also man weiß natürlich, wo es herkommt. Ja, aber ja, jedenfalls nicht von 1486. Sondern das ist erst später drauf gekommen. Es sei denn, das will uns mitteilen, dass es damals wirklich eine große Erdbeerregion um Meerbusch war. Wirklich. Im 15. Jahrhundert war Meerbusch weltweit bekannt für seine Erdbeeren.
Da waren so Tennis-Matches ausgetragen. Hammer. Und Kartoffeln. Und Spargel. Richtig, ja. Das lief einfach bei denen. Das lief, die hatten 6 Jahre vor der Entdeckung Amerikas, hatten die Kartoffelfelder noch. Und ja, auch Schokolade. Ja, Schokolade. Chili, das lief einfach. Es lief rund bei denen. Wirklich. Papayas. Meerbusch, Papayas. Aber die haben das Geheimnis wirklich für sich bewahrt. Das haben die richtig gut gemacht. Ja. Irgendwann hat es ein Idiot aufs Wappen gemalt. Das ist richtig. Und dann kam es raus. Leider. Ja, dann ist es bekannt, jetzt bekannt für Erdbeeren und Spargel. Ich glaube auch nicht. Und für Steinigungen von Heiligen. So sieht es nämlich aus. Weil das muss man ja auch vielleicht bei unseren nicht so klerikalen Hörern erläutern. Stephanus wird immer mit einem Stein dargestellt, weil er... Man kommt durch das um, was man am meisten liebt. Ne? So. So. Ja, der heilige Stephanus. Bei den Heiligen darstellen muss ich sagen, da ist mein Liebster auf Wappen eigentlich der heilige Dionysius. Der heilige Dionysius. Zum Beispiel Walsum, das ist ein Stadtbezirk von Duisburg. Und da ist der heilige Dionysius dabei und der hat immer seinen Kopf noch in der Hand. Und deswegen hat der 2 Heiligenscheine. Ja. Einen am blutenden Rumpf und einen nochmal in der Hand. Hat mich schwer verstört. Ich war mal in der Wallfahrtskirche, wo die 14 Nothelfer verehrt werden. Und da gehört er auch dazu, der heilige Dionysius. Das ganze Ding, also war plastisch dargestellt, lebensgroß, überlebensgroß, weil ich ein Kind war. Und einfach ein sprudelnder, von Blut sprudelnder Rumpf hat mich angelacht. War nicht so schön. Ich war relativ schnell wieder aus dieser Kirche raus. Beim Wappen vom Walsum ist er auch noch sehr glücklich. Also der freut sieht glücklich sich, aus? Der freut sich richtig. Der Kopf? Wie es läuft. Der Kopf oder der Rumpf? Oder beide? Die haben auch immer so Meinungsverschiedenheiten. Die werden also von der einen Seite sehr lautstark und von der anderen Seite sehr gestisch wild ausgetragen. Morst halt so ein bisschen. Er morst, ja. Dionysius ist ein Morser. Reiner Morser. Ne? Ja, schön. Also, tolles Wappen. Also, hast du noch was zu schlappen? Ja, also die Art... Wir machen heute wirklich ein Wissensprogramm. Ich traue meinen eigenen Worten kaum. Ist ja genial. Wissen, Weltwissen wird ja auch... Habe ich wieder den Ofen angemacht? Ja. Erschreckend. Aber wahr. Ja, mach doch bitte mit deinem Weltwissen weiter, dann kann ich den Ofen dabei ausmachen. Schuhe zu knoten ist ja auch so eine Wissenschaft. Man glaubt, man hat es irgendwie drauf, man macht es bei den Kleinen, ja, und denkt, es läuft, aber... Eigentlich heißt es, machen es fast alle Leute falsch, ihre Schnürsenkel zu knoten. Wieso? Ich auch? Das weiß ich nicht. Gehen die oft auf? Dann ist auch immer die Frage, wie die kleinen Flügelchen über dem Knoten liegen. Meistens stopfe ich die einfach links und rechts. Das machen die coolen Kinder. Das steht übrigens auch in dieser Online-Enzyklopädie. Ja? Die coolen Kinder stopfen einfach nur die Schnürsenkel so in den Schuh. Alles, was ich weiß, habe ich aus der Wikipedia. Noch viel mehr über Knoten kannst du aber lernen in Ashleys Buch der Knoten. Und das ist das Handbuch der Knotentechnik. Und da ist der Knoten 1212, ist eben der Kreuzknoten, mit dem Schnürsenkel gebunden werden. Ach, auf wieso ist der so weit hinten? Weil viel bekanntere Knoten. Weil der Herr Ashley Seefahrer war. Und deswegen sage ich, mache ich das erstmal, was ich richtig drauf habe. Ach so, den doppelten Rittberger mit Dreifachverknotung. So mit Zunge drin. Den hat er drauf gehabt. Und hier den einfachen Schuhknoten, da hat er sich schwer getan, der Ashley. Ja, das sind jetzt 2 halbe übereinander. Viele verwechseln das. 2 halbe übereinander, das ist eine Maß. Mit dem sogenannten Altweiberknoten. Ja, mache ich ständig. Aber das ist eigentlich auch egal, weil wenn man noch einen Doppelknoten drüber macht, sitzt der auch. Ja. Knoten. Ja, Bilex am Arsch. Das ist ja Wahnsinn. Das mit den Knoten, das kriegt man auch so hin. Da meinst braucht du? Man nicht dieses dicke Buch der Knoten. Nö, dünnes Buch reicht auch, ne? Irgendwie hält's schon. Ja, das stimmt, das ist richtig. Und früher hat man, glaube ich, auch eben in der Seefahrt und so richtig viel Wert gelegt, dass das Schiff auch gut verteut ist. Ne? Heute, ach, kannst du heute machen, kannst du auch morgen machen. Wir schauen mal, ob es abtreibt. Oder? Das ist doch heute alles viel easier. Ich frage mich. Machst einfach so eine Schlaufe und hängst es so rum. Ich frage mich, warum die es nicht mit Magneten irgendwie mittlerweile lösen oder so. Ja. Das wäre doch praktisch. Ganz starke Magneten, einfach das Schiff wird an Land gezogen. Oder wenn es auf die andere Seite des großen Teichs muss, wird einfach umgepolt. Ja, ist es weg. Diese Schifffahrt. Weißt du, früher hat man gesagt, eine Seefahrt, die ist schön, die ist aber nicht schön, die ist schnell einfach. Die ist effektiv und schnell. Du baust einfach unterirdisch, der gesamte Atlantik wird unterirdisch mit so Magneten. Man hüpft es von Magnet zu Magnet und taucht auch immer mal unter, je nachdem, wie tief es da ist. Ja, Wahnsinn. Du hast die Seefahrt revolutioniert. Ja. Ja.
Schön. Das gefällt mir wirklich gut. Also wirklich, wir haben heute auch gute Ideen und so. Ich muss mich uns loben für alles, was wir tun. Zum Abschluss, ja. Hast du noch ein Wappen? Nee, ganz anders. Ich mach's wie Haltern am See. Es besteht kein Sinnzusammenhang zwischen dem, was jetzt folgt und dem, was vorher war. Ich habe noch eine Rubrik. Oh. Ja, in letzter Zeit, wir machen viel zu wenig Rubriken. So offizielle, so, ne? Die wir uns damals überlegt haben. Und ich habe unglaublich Bock, dich mal wieder was zu fragen und mal rumzurappen. Deswegen, Intro. Ob Klaue oder Pfote, ob Flosse oder Kralle, ich stelle hier die Fragen und du errätst sie alle. Und da sind wir schon wieder. Fühlst du dich gut vorbereitet? Prima. Oh, prima. Auch ein Wort, oder? Da schmeckt man noch den Silben nach. Das hat man selten im Mund. Das hat ein Geschmäckle. Ja. In welchem Jahr, ja, war denn der Apollo-Falter Tier des Jahres in Deutschland? Der Apollo-Falter. Jetzt ist natürlich... Nein, es gibt ja gar keine Zeitlimits. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Apollo-Missionen schon abgeschlossen waren, bevor das Tier des Jahres etabliert wurde. Ach gut, gut noch die Kurve gekriegt. Was? Der Apollo-Falter ist wahrscheinlich älter als die Apollo-Mission, vom Namen her. Ja, aber die Kühe zum Tier des Jahres... Das ist richtig. ...hat er deutlich später erhalten. Ich denke... zum Tier des Jahres. Jetzt muss ich mal überlegen, welche Jahre wir auch schon hatten. Und ich glaube, der Apollo-Falter... Wir hatten 2018, 2017, 2016, 2015. Du wolltest wissen, welche Jahre wir schon haben. Wir hatten auch schon 1486. Ich glaube, das ist schon ein bisschen her. Was heißt ein bisschen her? Was heißt ein bisschen her? Also Zeitgeschichte ist lang, ne? Ja. Deswegen tippe ich beim Apollo-Falter. Das ist bestimmt so ein ganz langweiliger Schmetterling, oder? Ja, ist langweilig, ja, langweiliger als man denkt. So viel kann ich sagen, ohne zu viel zu verraten. Ist kein Schmetterling. Das ist so ein Origami-Künstler. Ja, nein. Apollo Falter. Apollo Falter nennt sich der, ja. Alles klar. Japaner. Und der ist zum Tier des Jahres gekürt worden. Und zwar im Jahre 2007. Es ist 1900. 95. What? Yes. Zum Apollo-Falter. Noch ein bisschen. Side-Fact. Ja, gern. Der heißt lateinisch Parnassius Apollo. Da denkt man sich, hä? Parnassius? Warum denn das? Die Ableitung seines Namens hat er vom Berg Parnass in Griechenland. Und das ist der Sitz der Musen. Und der Berg wurde Apollon gewidmet. Also es geht, wenn du dich über dieses Tier informieren willst, kriegst du mehr Landeskunde Griechenland mit, als über das Tier irgendwas. Ja, und warum wurde der 1995 relevant? Weil auf so einen Falter muss man ja gerade erst kommen. Weil wenn ich mir denke, ich zeige jetzt mal ein Tier aus, dann denkt man ja erstmal so, der Wolf ist irgendwie gerade in den Medien, dass der irgendwie geschützt wird. Oder das Wiesent, da geht was ab. Aber was geht auf beim Wiesent denn ab? Partys. Die gehen nach Kiel, schnappen sich eine Lein. So sieht es nämlich aus. Aber der Apollo-Falter ist ja jetzt... Ja, der wird schützenswert sein. Hallo? Ja, aber wo ist denn der Zusammenhang? Ja, 95, da war irgendwie in Griechenland ist ein Topf Moussaka umgefallen. Ne? Haben sie gedacht? Nee. Ja, aber der kommt ja hoffentlich in Deutschland auch vor. Nee. Ich glaube nicht. Aber mal schön. Ja. Ach. Irgendein Tier. Jetzt sind die deutschen Tiere einfach ausgegangen. Das ist auch das Problem. Ja. Die Fauna in Deutschland ist ja auch sehr begrenzt im Gegensatz zu anderen Ländern der Welt. Stimmt. Deswegen müssen sie irgendwann einfach in den Süden ziehen. Auch mal ernsthaft drüber reden. 2/3 der Tierarten in diesem Land sind bedroht. Ja. Vom Menschen. Also Wahnsinn. Wir bestellen weiter im Internet irgendwelche Sachen. Naja. Sie nennen mich Alpha Wolf, sie nennen mich Silberrücken. Ich droppe hier die Tiere, die die Audience entzücken. Mit dieser nachdenklichen, aber doch versöhnlichen. Wahrscheinlich ist 95 der Apollo-Falter einfach ausgestorben. Ja, das ist ja nicht gut. Das war einfach so. Nee, 96. War einfach so winke, winke. Ja. Das war's mit dir. Tschö, Auszeichnung fürs Lebenswerk.
Es war der Oscar fürs Lebenswerk, geht an Apollo Falter. Ich finde aber wirklich auch gut, dieser Vor- und Nachname. Wenn es noch keinen Künstler gibt, jetzt gibt es ihn, spätestens nach dem Podcast, wird sich einer wirklich Apollo Falter nennen und ist wirklich auch Origami-Künstler, wirklich einer, der richtig gut ist. Ja, man macht nur so Flugzeuge. Also ganz schlechte Flugzeuge. Hat Flugzeuge im Bauch. Alter Herbert Grönemeyer-Hit. Oli P. Oli P., der Herbert Grönemeyer der 90er. So sieht es nämlich aus. Auf die 90er und auf euch. Wiederhören. Trennt euch bitte.